Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Römerbude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich bin hier noch im Apfelwald auf einer Mission. Sonderlich motiviert bin ich heute nicht, wie man vielleicht bemerkt. Tut mir auch leid, aber ich weiß echt langsam nicht mehr, wie das weitergehen soll. Ah, bis sehr gut. Denn jetzt sind es letztendlich die letzten drei Pokémon TCG-Openings, die ich hatte, die ich nicht hochladen kann. Heute wieder ein normales und ein Online-Versuch aufzunehmen. Vor allem das Normale kann mir echt keiner erzählen, wie das am Ende ausgegangen ist. Denn manche von euch wissen das vielleicht, weil ich das bestimmt schon mal irgendwann erwähnt habe. Mein Handy hat einen komischen Fehler, nenne ich es mal. Egal was für eine Höhe, wenn es irgendwo runterfällt, schaltet es sich sofort aus. Das ist zwar relativ normal, aber ich meine das wirklich, wie ich sage. Wenn ich zum Beispiel an einem Tisch sitze, meine Hände deswegen auch nur, mich am besten noch auf den Tisch lehne, das Handy irgendwie 5 cm über dem Tisch ist und es mir dann aus der Hand fällt, dann ist das Ding aus. Und jetzt hat das heute einen neuen Rekord aufgestellt. Ich hatte das Ding angelehnt, um das Packs öffnen zu filmen, und während dem letzten Pack ist es umgefallen. Umgefallen, nicht mal irgendwo runter, sondern einfach nur umgefallen und einfach ausgegangen und hat das Video gelöscht. Alter! Aber ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich sowieso nicht hochgeladen. Ich habe eine Elite-Trainer-Box geöffnet und ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass die gezinkt war. Weil ich habe das so oft auf YouTube in letzter Zeit gesehen, dass da Menschen mehrere Secret Rares in einer Elite-Trainer-Box ziehen. Oh, geil. Und ich hatte zwei Prismas, von denen ich eine bereits hatte. Das ist ein Fake-Item, klasse. Und online war ich dementsprechend sehr motiviert. Ich war mir halt auch nicht sicher, weil man auf... Das war nämlich ausnahmsweise mal Englisch. Auf den englischen Codes sieht man bereits, ob eine gute Karte drauf ist. Deswegen hatte ich weggeguckt. Wohlgemerkt hatte ich so viel aufwendiger die Aufnahme als sonst, weil ich nämlich nebenbei noch eine Facecam gedreht habe. Was ist jetzt wieder los? Das war so aufwendig. Und bei englischen Packs, die ich eben heute hatte, ist die Sache, dass man am Code sieht, wie gut die Karte ist. Deswegen habe ich mir die nicht angeguckt, die Codes beim Öffnen, sondern habe einfach weggeguckt. Und ja, ich habe dann gedacht, dass deswegen vielleicht auch die Online-Codes gescriptet sind, was die bringen. Aber online hatte ich nicht mal zwei Prismas. Da hatte ich eine Prisma. Und das war dann echt. Ich will in den nächsten Tagen, weil ich jetzt schulfrei habe, den Rest der Woche glücklicherweise nur einen Schultag, Ehre, will ich nochmal losgehen, mir ein paar Packs holen. Es war wieder Teams sind Trumpf, weil ich immer noch diese eine Karte hatte. Und ich hoffe... Ja, Valros! Ich hoffe so sehr, dass wenn ich mir dann welche hole, wenn sie welche da haben beim GameStop, dann hole ich mir Teams sind Trumpf wieder. Wenn nicht, hole ich mir das Neueste, weil das werden die hoffentlich haben. Name ist Kräfte im Einklang für die, die es nicht wissen. Und hoffe endlich wieder etwas Gutes zu ziehen. Wobei mir natürlich Teams und Trumpf deutlich lieber wäre, da ich diese eine scheiß Latias und Latios Karte will. Ja, jetzt kriege ich meine Belohnung. 30 Punkte. Andere Mission.
Reicht noch nicht für ein Level ab. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Das Einzige, was sie, wegen dem ich noch nicht komplett ausgetickt bin. An sich war die Trainerbox für mich umsonst, weil ich einfach noch einiges an Amazon-Gutscheinen-Guthaben über hatte. Und das hat für die Box gereicht, also habe ich eigentlich nichts bezahlt. Irgendwas geht hier doch ab, genau. Aha. Boss, auf der letzten Expedition haben wir unser Fett wirklich wegbekommen. Vor allem du, ich hab keins. Knudluff hat uns den Rest gegeben. Und ich denke nicht daran, es zu vergessen. Wie erniedrigend. Ich will Rache. Auf die eine oder andere Weise. Ganz egal wie. Aber um ehrlich zu sein, wir haben keine Chance gegen Knuddeluff. Ah, ich bin so wütend. Ich klinge auch so. Es frisst mich auf. Könnte ich selber übrigens jetzt auch. Ich bin fett und habe entsprechend Hunger. Es muss einen Weg geben, es ihm heimzuzahlen. Ich würde lieber nur auf Spaß diese rumhacken. Hey, wie wär's, wenn wir uns an Team Gelb-Balcode rächen, anstatt an Knuddeluff? Gute Idee. Und wir wissen ja, dass das Keks sind. Es ist Zeit, einen Plan zu schmieden, Kollegen. Boah, mein Hals ist vom ganzen Aufregen auch entsprechend schon wieder im Arsch, wie ich merke. Läuft bei mir. Den lese ich jetzt garantiert nicht vor. Ja, moin, läuft bei mir. Speichern wir das. Ja. Wieder mal insgesamt echt toll gelaufen, das Ganze. An sich war halt auch die Idee mit der Facecam so, dass ich eben zwei Screens habe. Eine Facecam, die eben mich mit der Walrossmaske zeigt und eine Cam für die Packs mit den Karten halt. Und ich wollte halt immer umswitchen. Ja, Endergebnis ist jetzt halt wieder nichts geworden. Ich meine, ah ne, ich wollte gerade sagen, ich hätte ja die Facecam-Aufnahme allein nehmen können, aber da sieht man die Karten nicht drin. Oder doch, die seltenen tatsächlich schon. Also die Reverse und die Rare habe ich immer reingehalten, bevor ich selber gesehen habe. Aber dazu hätte die Aufnahme starten müssen. Es ist einfach so frustrierend. Ich musste bereits das letzte Online-Opening wegwerfen, weil ich nichts bekommen habe. Bevor ihr mit eurer Arbeit beginnt, ich möchte, dass ihr noch eine Besorgung macht. Eine Besorgung? Ja, eine Besorgung. Geht zum Kettlionmarkt und fragt die Besitzer, ob sie vorhaben, perfekte Äpfel in ihr Sortiment aufzunehmen. Wir sollen fragen, ob sie perfekte Äpfel ins Sortiment aufnehmen wollen. Beim Kettlionmarkt. Wir sollen herausfinden, ob sie perfekte Äpfel verkaufen wollen. Richtig? Der Gildenspeicher fasst reichlich perfekte Äpfel. Zumindest wäre genug Platz. Der Gildenmeister plündert die Vorräte heimlich, wenn niemand hinsieht. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Gildenmeister ohne perfekte Äpfel auskommen muss. Aber eine frische Ladung zu besorgen, ist jedes Mal wieder eine Schufterei. Ständig Erkundungsteams in den Apfelwald zu schicken, wenn der Vorrat alle ist, das ist einfach zu viel Arbeit. Wenn also der Kecklionmarkt perfekte Äpfel im Sortiment hätte, könnten wir sie dort kaufen. So blöd, wie du aussiehst, bist du ja anscheinend gar nicht. Okay, wir machen uns auf den Weg. Großartig, das wäre also erledigt. Ja, Drecksjob! Das motiviert mich. Aber immerhin jetzt erstmal schulfrei. Ja, ich habe eh nicht viel Geld dabei, das lege ich gleich ab. Ich könnte verlinken. Ah ja. Hey, ist das nicht... Wie hieß du noch? Nee, Spaß. Oh, hallo. Ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind Team Gelb-Balcode. Wir arbeiten für die Gilde. Freut uns, dich zu treffen. Was machst du denn in der Stadt, Zwirfinst? Einkaufen?
Nein, nein. Ich mache mich nur über den Namen von gewissen Erkundungsteams lustig. Jetzt mal im Ernst, welcher von euch Vollidioten hat sich das ausgedacht? Naja, und nebenbei halte ich einen Plausch. Ich habe ihn sozusagen hier festgenagelt. Der große Zwirfins ist ja eine solche Berühmtheit. Wir fingen an, uns zu unterhalten. Es war ein erstaunliches Gespräch. Der große Zwirfins ist so wortgewandt und weise. Ich bin äußerst beeindruckt. Die Gerüchte sind wohl wahr. Zwirfins muss wirklich so klug sein, wie alle sagen. Darf ich fragen, Fragezeichenmann, was ich für euch tun kann? Wollt ihr etwas kaufen? Ah ja, wir haben gute Waren. Gute Waren. Leider nein. Na, ich würde mich mal umgucken, aber wahrscheinlich nicht. Heute sind wir hier, weil wir eine Frage haben. Wisst ihr? Verstehe. Perfekte Äpfel. Leider muss ich euch enttäuschen. Wir haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen. Okay, das ist schade. Plaudergeil wird über die Nachricht enttäuscht sein. Azuri, beeil dich. Warte auf mich. Hi, ihr seid. Die Brüder Meryl und Azuri, na? Oh, hallo, Gebrüder Kecleon. Und Team Geldwalkot ist auch da. Was ist denn los? Warum so eilig? Erinnert ihr euch an das verlorene Item, das wir suchen? Meinst du dasselbe, wie das ihr letztes Mal gesucht habt? Ja, unseren Schwimmreif. Ein Schwimmreif? Das ist aber ein ziemlich kostbares Item. Ja, und darum suchen wir schon sehr lange verzweifelt danach. Und dann hat jemand gesagt, dass er heute am Strand einen Schwimmreif gesehen hat. Und jetzt laufen wir so schnell, wie wir können, zum Strand. Aha. Reizende Kerlchen. Könnten für unseren Plan nützlich sein. Wir erzählen es dem Boss und gehen dann hinterher. Ah ja, lol, ich hab den Story-Abteil, der jetzt erstmal kommt, ja schon ganz vergessen. Das ist ja großartig, wie schön das endlich aufgetaucht ist. Ja. Yep. Komm schon, Azuri, beeilen wir uns. Hey. Ich hab mich schon gefragt, wie die beiden Kleinen mit ihrer Suche nach dem Item vorankommen. Freut mich für sie, wie es aussieht, haben sie es gefunden. Ich habe noch nie etwas von einem Schwimmreif gehört. Für was ist so etwas gut? Ein Schwimmreif ist ein Item, das speziell für Azuri gedacht ist. Man kann es nur bekommen, indem man immer wieder kostbare Schätze eintauscht. Daher soll es ein ausgesprochen seltenes Item sein. Ah, tatsächlich. Unser Geschäft ist der Handel mit Items, aber davon haben wir noch nie gehört. Es muss sehr selten sein. Ein so seltenes Item zu verkaufen, das wird uns wohl niemals vergönnt sein. Jetzt verkaufen. Oh, da fällt mir was ein. Wir müssen Plaudergeil noch wegen der perfekten Äpfel Bescheid geben. Gehen wir zurück zur Gilde. Was? Sie haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen? Wie konnte ich nur damit rechnen? Sie haben es die letzten 20 Jahre nicht gemacht. Wie konnte ich nur damit rechnen, dass sie es jetzt immer noch nicht machen werden? Ich weiß es nicht. Ich habe eine WhatsApp bekommen. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat. Das prüfe ich lieber nochmal. Obwohl, wenn nicht wisst ihr, wie einer meiner WhatsApp-Kontakte heißt, wäre wahrscheinlich auch nicht gerade schlimm. Ah, was soll ich jetzt nur tun? Wir könnten ein paar perfekte Äpfel aus dem Apfelwald holen. Was soll das? Ein Witz sein? Ihr wart bereits einmal im Apfelwald und ihr habt kläglich versagt. Darf ich dich eigentlich nochmal dran erinnern, wo ich gestern die Missionen abgehakt habe? Weiter im Text. Ich ertrage das kein zweites Mal. Ich kann das nicht alles schon wieder durchmachen. Tut mir leid. Ihr zwei wart auf der letzten Expedition wirklich hervorragend. Ich weiß zu schätzen, was ihr für uns getan habt. Aber dieser Vorfall mit dem Gildenmeister und den Perfektnäpfeln, das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Ah! Ich glaube, ich werde die Perfektnäpfel selber finden müssen. Ihr zwei macht Bretter! Danke dafür. Also für nichts. Aber jetzt nochmal nach Schatzstadt, jetzt will ich nämlich auch meine Tour machen und nicht nur was Plaudergeil von uns will. Ich kann ja auch mal kurz an den Strand gucken, würde ich sagen. Ich meine, da wollten Azumarill und Azuri ja hin.
Ja, da ergibt Sinn. Natürlich, sie wollten so schnell wie möglich dorthin und sind nicht da. Halt's wir finst. Zu dir gehe ich dann, stimmt. Das wäre auch mal eine Idee. Aber vorher... im Keckladen. Grüße an Detra, du bist auch ein Keck, auch wenn du das nicht gucken wirst, das weiß ich. Schlafrede brauche ich auch nicht. Was will ich lagern? Also, ja doch, hier auch was. Große Äpfel, so viele brauche ich ja auch nicht. Ein zweites Spezialband ebenfalls. So viele Belebersamen will ich nicht mit mir rumschleppen. Fake-Item lässt Gegner innehalten. Die Boxen lasse ich da. Im Gegenteil. Oh, willst du mich eigentlich... Was kann ich noch lagern? Hä? Ich hab dich doch auch gelagert, oder nicht? Genauso. Hä? Hab ich aus Versehen nicht gelagert? Ja, offensichtlich. Bin ich doof? Lagern. Ja. Danke. Und jetzt ergibt auch die Menge Sinn. Sortieren bitte. Jetzt gibt's ein... Nein, ich spreche jetzt nicht. Ich habe heute genug traumatische Erlebnisse schon wieder damit gemacht. Jetzt gibt's ein... Ich brauche erstmal das nötige Geld. Pack Opening. Ich bin so motiviert. Also, ich sag so, dieses Mal rechne ich nicht damit, die Latios GX Alternate Full Art zu ziehen. Okay, damit gerechnet habe ich allgemein nicht. Aber zumindest mit irgendwas Sinnvollem hatte ich gerechnet. Der Typ schreit ein bisschen durch die Gegend und schon... Morabel. Es wäre halt cool, wenn ich ein Item für Chillast oder Scheinungs bekomme. Aber andererseits kann ich, wenn ich Glück habe, auch was umtauschen. Azumarill. IL. In der Box war eine Pipi-Klaue. Warum brauche ich die jetzt wieder? Das weiß nicht mal das Spiel. Eine Magma-Klaue. In der Box war das alte Mogelbaum, Kati. Hallo. Was war das von mir? Eine Keckkarte. Okay, fast. Mauzi-Zahn und die letzte schöne Box. Oh, ein Walross. Das ergibt keinen Sinn. Ein Weißgummi. Ich habe auch Z gedrückt. Ich meine natürlich B. Wir spielen auf dem Emulator. Ich meine, hi, ich meine... es meine... Imbiss-Spoon. Lecker. So, ich werde heute aber auch einen Rang aufsteigen.
Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe. Ich hoffe, es reicht, wenn man die im Lager hat, um sie umzutauschen. Ansonsten, wenn es schlecht läuft, darf ich hier gleich nochmal langrennen. Und das würde mich leicht deprimieren. Aber wir hatten heute ja auch schon genug Gameplay. Wir hatten mal wieder ziemlich wenig Gameplay. Das ist allgemein in diesem Projekt sehr oft so, aber ich habe nicht unbedingt ein Problem damit, muss ich sagen. Immerhin mehr Gameplay als die Anzahl der Pokémon TCG-Openings, die ich hochlade. Nee. Nee. Das klingt nicht deprimiert, ne? Jetzt bin ich wieder im Geschäft. Will's aber... ich guck nur mal kurz, was das... Was bringt ein Glücksblatt? Oh, Chillas! Keine Knete, kein Tausch. Aber noch mal kurz gucken, was das Wehrband und die Blitzmarke sind. Okay. Eine Info. Wirklich? Also, ich würde sagen... Ich habe halt keine Ahnung, wie viele der halt... Also, ich habe halt einige Items. Wenn ich mir das beides gönnen könnte. Aber auf jeden Fall geht die Blitzmarke vor, da sie seltener ist. Und auch, weil es für mein Shinux ist, geht es eigentlich vor. Ja, das heißt, ich darf das gleich auch nochmal wegbringen. Ich könnte natürlich auch nur passend abheben, 300, aber... Ja, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich glaube, irgendwie Gameplay wird heute wieder nicht so. Nur noch was. Ja, und zwar hätte ich gerne eine Blitzmark. Oh, 3 Stück. Die brauche ich alle nicht, deswegen... Ja. Er wirft die Items in den Tauschkessel, es explodiert... Sieht so aus, als sei den Tausch glatt gegangen, hier hast du. Und dann hätte ich noch gerne ein Glücksblatt. Zwar... Ach so. Ich wollte gerade sagen. Gut, dann habe ich für meine beiden Teammates jetzt coole Items. Habe ich das jetzt hier schon einstecken? Ja. Durch pures Aufbewahren im Beutel hilft mir das schon. Und erhöht bei Chillast war es, glaube ich, Verteidigung. Falsche Richtung. Und bei Shinux Angriff und Spezialangriff. Schöne Sache. Dann jetzt nochmal hier kurz eine Mission annehmen. Ich hatte noch irgendwas von der Strandhöhle, weiß ich. Also sollte noch ein Tag Mission dann kommen, nachdem hier in der nächsten Folge dann. Finde das Item Belebersamen, Alter. Stachelberg mache ich. Dann ist hier noch was beim Stachelberg soßig. Ja, ein Potrott. Mann, Potrott. Was soll denn das? Bring mir das Item Schlafsamen. Genau, die Mission hatte ich halt schon mal. Wenn das ein Slimer ist, die werde ich bestimmt irgendwann auch machen. Dann muss ich aber los. Daher werde ich das halt irgendwann wissen. Also, die Schroff... Stachelberg war es. Schroffküste wäre... Stachelberg ist ja ein verdammt früher Dungeon.
Ja, das war der mit dem guten alten Traumato. Eine Attacke, auf die ich bei Shinux halt warte, die ich hoffentlich auch nicht so ferner Zeit bekomme. Ladungsstoß trifft nämlich alle Pokémon in einem Raum. Steine brauche ich nicht, aber Geld packe ich mir schon ein. Ein Strahlorb, der ist radioaktiv verseucht. Scheiße, in der Sackgasse. Und dann kommt hier so ein Bratstein. Bratstein ist garantiert kein Wort. Ja, das war übrigens vierfach Resistenz. Ach stimmt, hier gibt es ja auch nicht mal Nuller-Effektivitäten im Spiel. Ich esse euch trotzdem lieber. So. Hier oben sind nur Items. Cool. Oha, das greift mich einfach an. Gut gemacht, es ist tot. Wo wir gerade von Tod reden. Du kommst jetzt her, ich hab keinen Bock. Danke. Dass das Ding so blöd ist, echt zu kommen, ist ein. Sehr guter Treffer. Fragezeichen, man, hätte ich nicht besser landen können. Ich habe gerade keine Ahnung, welche Ebene meine Missionen sind. Boah, ich wollte gerade sagen, dann holst du dir halt noch einen Kill, aber dann halt ja doch ein. Darf ich anmerken, dass ich gerade 69 KP habe? Der Typ tötet aber auch alles. Sechs, acht und neun. Das heißt, die nächste Ebene ist die erste Mission. Ein Blaugummi. Ich will mich ja nicht beschweren, wie sehr ich die gesucht habe in meinem ersten Let's Play. Aber doch, genau das will ich. Hier muss ja wohl die Treppe, danke. Und du? So, weiter. Stachelberg E6, erste Mission. Ah, das war schon der Keck. Das Ding tankt halt wie die Hölle. Ja, sehr gute Idee. Solarstrahl. Wow. Das war jetzt irgendwie nicht schwierig. Komm. Im Notfall wird der Part heute ein paar Minuten länger. Ich mache jetzt die Mission hier in dem Dungeon noch. Und da haben wir Bullshit. Okay, das war eigentlich richtig kacke von mir. Ich hau ihm einmal auf die Schnauze. Schön, Level Up für Fragezeichen. Meine neue Attacke. Fluch. Lass mal. Sein Moveset ist an sich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Okay, den Tackle werde ich bestimmt nochmal setzen. Aber ansonsten. Ah, eine Finsterbox. Zwei Mon in dem Raum. Ein Mon in dem Raum. Keine Mon in dem Raum. Und
Genauso keine Treppe. Also, ist die Treppe nach oben oder nach Richtig. Ja, okay, dann töt's halt. Oh, aber die Box nehme ich mit. Nächste Mission. Welche war's hier? Rette Anurit. Das heißt so viel wie... Das kann auch Fragezeichen, wenn angreifen. Das nicht. Digga, mach doch keinen Solarstrahl auf den Keck da. Guck mal, den ess ich. Da oben. Da haben wir Anurit. Nächstes Mal wartest du bei der Treppe, damit wir uns verstanden haben. Dann... Oh, Kacke. Aber ich hab das Pokémon, das hier gerade gekommen ist, trotzdem... Ah gut, hab den Knopf wiedergefunden. Avoided. Und... Du bewachst hier die Treppe. Als Wächter hätten wir auch wen Talentierteres einstellen können. Rette Krabi. Ein Heilsamen brauche ich nicht unbedingt. Belebersamen hätte ich jetzt gesagt, klar. Ach, hier ist es. Schmünter ist schon fuck langsam. Und hier ist Krabi. Das waren alle Missionen hier. Ja. Ich denke übrigens, ich werde auch solche Folgen wie die 17. mit meinen Real-Life-Fails, über die ich erzählt habe, nochmal öfter machen. Die ist auch ziemlich gut angekommen. Also, dass ich einfach auch hin wieder nochmal drüber das, was mir so passiert, rede. Goldgummi hier, hi. Und Silberrang. 200 Items im Lager. Ein 10 kommt mit. Yay, blinken. Ein Ei. Kann ich hin und wieder nachgucken. Irgendwann wird dann Pokémon, das in meinem Teambeitritt rausschlüpft. Das ist eine Scheißbelohnung. Oh. Yay, Weberak joins the party. Zeit fürs Abendessen. Halt, stopp! Und warum Plauderguy uns schon wieder vom Dönersnacken abhält, das erfahren wir in der nächsten Folge von Poke... Ah, ich weiß es übrigens. Ich habe gerade selbst echt überlegt. Erfahren wir in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Wir nähern uns den 100. Außerdem werdet ihr dann, wenn ihr die Glocke noch aktiviert, über meine Videos benachrichtigt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.